Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten OMSI 2 Let's Play mit Peter. Ja, wir befinden uns immer noch auf dem Perwe-Addon Rheinhausen und werden jetzt die Linie 31 fahren von Gernberg nach, ja, Wickenberg, genau. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich an nach dem Intro. Bis gleich. Ja, willkommen zurück zum Let's Play OMSI 2 der Omnibus Simulator mit mir und mit Peter. Wir befinden uns immer noch auf dem Addon Rheinhausen und fahren jetzt die Linie 31, hoppala, genau. Und zwar von Gellenberg zu Wickenberg. Ja, wir haben noch Knappe. Hallo. Genau, wir fahren nämlich jetzt schon los. Und ja, ich wünsche euch dabei viel Spaß. Guten Morgen. Ich hätte gerne Karte für eine Kurzstrecke. Jo, einmal Kurzstrecke kriegen Sie natürlich. Muss ich nur ein bisschen zaubern. So. 1,60. 2. Morgen. Eine Kurzstrecke bitte. Ja, wir fahren die Linie 31. Das heißt, wir haben heute schon einiges gefahren. Oder ja, gut, einiges. Ist relativ, ne? Wir sind gefahren die Linie 51 und jetzt die 31. Und ja. Ja, meine Freunde, ich habe schon über 900 Aufrufe. Das bedeutet, das nächste Special rückt in, ja, kurze Nähe, sage ich jetzt mal. Denn ja, ab 1000 gibt es natürlich wieder eine Spezialfolge. Und ja, die werde ich euch natürlich nicht vorenthalten, ist ja klar. Denn ja, für euch tue ich das doch gerne. So. Wow. Nächste Haltestelle. Siegburg-Riederer-Straße. Aha. Okay. Mir fällt der Scheich wieder aus hier. Ja, wir fahren mit dem C2 Überlandbus vom Rheinhausen-Addon. Der C2 Überlandbus ist ja gemacht worden von von wem ist er denn gemacht worden? Ach ja, Darius Bode, genau, stimmt ja. Hoppala. Stimmt ja, der ist schon von Darius Bode gemacht worden. Und ja, ich finde zwar den Bus nicht schlecht, also schon schön gemacht, muss man sagen. Und ja, warum auch nicht, ne? Hat er schon mal was Gutes getan, denn ja, ich sag mal so, Darius Bode hat ja auch beim Projekt Gladbeck geholfen und naja, ich weiß nicht. Projekt Gladbeck, ihr wisst ja, das ist so eine Sache für sich, ne? Hallo, einen normalen Fahrschein bitte. Ja, bekommen Sie. Na, so. Ja gut, ich möchte keine Kritik an Darius Bode machen, denn
Nächste Haltestelle. Er kann nichts dafür, dass er von einem verarscht wurde, aber ja, gut. Ja, man muss immer selber schauen, ne? Wo man bleibt und. Ja, er hätte sich überlegen sollen, mit wem er zusammenarbeitet, denn mit Darius, mit Kevin Nitschmann. Ja, ihr wisst es ja selber, ne? Also soll kein Kritik sein. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Also Darius, nicht falsch verstehen, aber mit Kevin Nitschmann, da hast du dir einen kleinen Bockmist eingefangen, sage ich jetzt mal. Denn wenn du genau mitbekommen hättest, wüsstest du, was er gemacht hat. Und ja, ich glaube, aus Fehler lernt man. Und ich denke mal, ja, du wirst auf jeden Fall sehen, was dann passieren wird. Deswegen gut. Ich finde die Sachen, was du gemacht hast, wie zum Beispiel das 3-Generationen-Eltern oder auch, ja, also die Sachen top, da kann man echt nichts sagen. Da hast du dir wirklich dein Geld verdient, auch mit Hamburg genau das gleiche in Grün. Aber mit Kevin Nitschmann, ja. Wenn man genau die Hintergründe so mitkriegt, weiß man, was man falsch gemacht hat. Deswegen, ja gut. Sei mir da nicht böse, Darius, aber da hast du dir selbst reingelegt. Hallo, guten Morgen. Hallo. So, wir haben dann kurz mal Zeit. Dann würde ich mal sagen, machen wir doch mal hier die Fenster auf im C2. So. Ja. So. Ja, meine Freunde, wir werden die nächste Stelle nehmen. Vielleicht eine kleine Pause als nehmen, mal schauen, denn wir haben ja ein paar Meter zu fahren, definitiv. Und ich muss mal schauen, wie lange die Tour heute geht. Denn ja, vielleicht muss ich das Let's Play heute ein bisschen umbauen. Ich werde euch nur den ersten Teil zeigen, denn ja, ich muss hier nach arbeiten gehen. Ja, wie immer. Hallo. Guten Tag. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Jo. Thank you.
Boah, fällt der Scheiß nicht. Ja, heute wird es wahrscheinlich so sein, dass ich heute Abend noch zwei Let's Plays bringen würde von Eurotruck Simulator 2. Ja, wenn alles wunderbar läuft, dann auf jeden Fall heute. Wenn nicht, falls ich morgen nicht weggehe, denn ich habe morgen frei und bin eigentlich eingeladen, werde ich dann wahrscheinlich nach... Oder werde ich, so wie es aussieht, nach Trips Drill gehen. In einen Erlebnis-Freizeitpark und dort, ja, dort werden es sein morgen. Wird sich aber heute noch entscheiden. Und ja, seid darüber auf jeden Fall gespannt, denn dann würde ich euch sagen, genau wie der Tag heute wird. Ich will hier raus. Da muss ich jetzt mal sagen, da war die KI schuld, denn ruhig, macht sowas nicht. Aber naja, ihr seht ja selber, oder ihr habt es gesehen, dass es nicht meine Schuld war, was da passiert ist. Denn ja, das war leider die KI. Aber gut, weiß wie wir machen, ne? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auch gleich wieder zum zweiten Teil. Bis dahin.